Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute in diesem Video geht es darum, die perfekten Hauttöne in Lightroom zu finden. Wie das funktioniert, wirst du nach dem Intro sehen. Ich würde dich nur noch darum bitten, vielleicht auch mal auf Instagram vorbeizuschauen. StefanSchäfer90 heiße ich dort. Mich dort einfach mal abonnieren. Würde mich sehr, sehr freuen, denn ich habe das Ziel, bis zum Jahresende auf 10.000 Follower zu kommen. Mal schauen, ob ich das schaffe. Du kannst mir auf jeden Fall bei dieser Challenge ein bisschen beiseite stehen und mich ein bisschen supporten. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten, falls du Lightroom lernen möchtest in gesamter Form, dann kannst du auf jeden Fall auch mal auf meinem Online-Store vorbeischauen. Dort gibt es Videotrainings sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. So, das war jetzt aber genug Werbung. Jetzt soll es zum Thema Hauttöne in Lightroom gehen. Viel Spaß! So, ich habe mal drei Bilder vorbereitet, die wir uns anschauen wollen. Das erste hier ist ein Studiobild, was ich aufgenommen habe. Dann habe ich hier das zweite Bild, was ein normales Outdoor-Porträt ist. Und dann habe ich nochmal ein Bild rausgesucht, was richtig schwer werden wird. Denn da haben wir eigentlich auch sehr viele ähnliche Farben wie die Hauttöne auch im Hintergrund. Und wie wir das dann da behandeln, zeige ich dir dann auch noch. Fangen wir mal mit dem einfachsten Bild an. Und das ist das Studiobild, was ich hier mal von mir selber gemacht habe. Das habe ich damals in Schwarz-Weiß umgewandelt. Ist, glaube ich, auch sogar das Profilbild auf meinem YouTube-Kanal. Und wie kann ich jetzt hier tatsächlich die besten Hauttöne hinbekommen? Ich zoome dafür mal ein bisschen weiter hier rein, dann können wir hier mal so ein bisschen reinschauen und die Hauttöne besser kontrollieren und begutachten. Das ist immer so ein Zwischending. Also man möchte es auf der einen Seite natürlich nicht zu rot haben, auf der anderen Seite möchte man es nicht zu gelb oder zu grün haben. Und da muss man halt immer genau den Mittelweg finden. Ich fange mal ganz gerne mit dem Weißabgleich an. Bedeutet, ich kann jetzt hier entweder die Pipette nehmen oder aber auch einfach hier einen automatischen Weißabgleich einstellen. Gehen wir hier mal direkt auf automatisch, mal schauen, was er uns hier vorschlägt. Das persönlich finde ich jetzt ein bisschen zu krass. Also das geht mir ein bisschen zu sehr ins Bläuliche rein. Wir haben hier noch so ein paar rote Stellen auf der Haut, aber insgesamt finde ich die Haut hier einfach zu bläulich. Deswegen werde ich jetzt hier die Farbtemperatur mal wieder ein bisschen nach oben stellen. Ja, also so ganz krank möchte ich dann doch nicht aussehen, sondern hier mal so, ja, so ungefähr 5000 ist, denke ich mal, ein ganz guter Wert. Und da sieht die Haut auch eigentlich soweit schon mal ganz gut aus. Und jetzt kann man hier als nächstes noch die Tonung bestimmen. Möchte ich das eher so ein bisschen rötlich haben oder vielleicht eher noch so ein bisschen weiter Richtung grün. Ich glaube hier fast, dass ich die Tonung so ein bisschen mehr ins Grüne ziehe, also hier so -3, -4 ungefähr. Gefällt mir soweit schon ganz gut. Jetzt haben wir erstmal eine ganz gute Basis geschaffen und das Feintuning kann ich jetzt in der HSL-Tabelle machen. Dafür gehe ich jetzt hier einfach mal in die HSL-Tabelle rein. Ich kann jetzt hier den Farbton, die Sättigung und auch die Luminanz, also die Helligkeit noch einstellen. Und an dieser Stelle fange ich natürlich mit dem Farbton an. Und dafür zoome ich jetzt hier nochmal ein bisschen rein ins Bild. Und jetzt könnte ich natürlich hier anfangen, die einzelnen Kanäle anzuwählen. Aber ich kann auch einfach hier mir dieses Pipettenwerkzeug nehmen und dann hier einmal auf die Haut gehen. Und wenn ich dann jetzt mit gedrückter Maustaste das einmal nach oben und nach unten schiebe, siehst du auch, wie sich jetzt hier mehrere Regler gleichzeitig verstellen. Also vor allem Rot und Orange sind hier die Regler, die beeinflusst werden. Wenn ich das jetzt hier sehr weit nach unten ziehe, dann siehst du, dass das Ganze sehr rötlich wird. Wenn ich das Ganze weiter nach oben ziehe, dann siehst du, wie das Ganze Richtung Grün wandert. Und wir müssen jetzt halt natürlich genau die Balance finden, wo das wirklich gut aussieht mit der Haut. Ich vermute mal fast, dass ich jetzt hier so ein ganz kleines bisschen das Orange Richtung Rot ziehe, so ein kleines bisschen noch. Denn wenn ich es jetzt hier weiter Richtung Grün ziehe, sieht das einfach nicht mehr gesund aus. Von daher so ein bisschen Richtung Rot. Und ich denke mal, so passt das Ganze schon ganz gut. Vielleicht ist es ein kleines bisschen zu rötlich. Dann nehme ich jetzt hier als nächstes die Pipette für die Sättigung. Und jetzt mal schauen, ob ich das Ganze noch ein bisschen weiter sättigen möchte oder aber entsättigen möchte. Wenn ich es zu sehr entsättige, sehe ich natürlich auch wieder krank aus. Ja, von daher muss man hier mal so ein bisschen gucken. Aber ich denke mal, hier so ein bisschen mehr Orange und dafür ein bisschen weniger Rot passt eigentlich ganz gut hier von der Sättigung. So, und dann können wir als letztes noch die Luminanz einstellen und auch dafür wieder die Pipette für die Luminanz auswählen. Jetzt kann ich mir aussuchen, möchte ich meinen Hautton eher ein bisschen dunkler haben oder möchte ich ihn eher ein bisschen aufhellen. Ich möchte ihn eigentlich nicht zu doll aufhellen, ich möchte es eigentlich fast eher ein bisschen abdunkeln noch. Und so, denke ich mal, sieht das Ganze schon ganz gut aus. So, und jetzt haben wir hier, denke ich mal, schon einen sehr schönen, gesunden Hautton. Man könnte natürlich jetzt hier noch ein bisschen die Helligkeiten anpassen, vielleicht die Tiefen noch ein bisschen aufhellen, vielleicht insgesamt die Belichtung noch ein bisschen nach oben stellen.
Das sollte man vielleicht eher vorher noch machen, die Tiefen noch ein bisschen abdunkeln. Und jetzt könnte man hier nochmal gucken, sieht die Haut noch gut aus oder muss ich jetzt hier nochmal was dran verändern? Wichtig ist halt, wie gesagt, einfach nur, dass wir den Hautton hier sehr, sehr gut treffen. Ich denke mal, für das sieht das Ganze hier erstmal ganz gut soweit aus. Jetzt können wir mal auf das nächste Bild schauen, wie wir da weiter verfahren können. Jetzt haben wir hier eine Situation, das Ganze wurde draußen aufgenommen. Das ist dann schon nicht mehr ganz so einfach wie ein Studiobild. Bei dem Studiobild haben wir nämlich nicht das Problem, dass wir im Hintergrund noch auf irgendeine Farbe achten müssen, sondern die war jetzt hier einfach neutral grau, schwarz. Und ja, da wird sich eigentlich nicht großartig viel ändern. Aber wenn wir jetzt hier draußen sind, dann haben wir natürlich auch noch mit anderen Farben zu kämpfen, in Anführungsstrichen. Ich zoome jetzt hier als erstes mal wieder auf das Gesicht so ein bisschen heran und werde auch hier jetzt mal wieder mit einem automatischen Weißabgleich probieren. Ja, gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Ist ein bisschen besser geworden, die Haut. Und jetzt können wir mal gucken hier, ob wir das Ganze von der Temperatur noch weiter nach oben schieben wollen. Aber ich denke mal fast, dass das soweit schon ganz gut aussieht. Die Tonung könnte noch ein kleines bisschen weiter nach rechts, auf so plus 9 ungefähr. Und dann können wir auch wieder in die HSL-Tabelle reingehen und jetzt hier weiter an unserem Farbton noch arbeiten. Schauen wir mal, wie wir das Ganze hier machen. Ne, das sieht mir schon zu gelblich aus, das Ganze. Eher so ein bisschen weiter ins Rötliche, aber nicht zu viel. So ein ganz kleines bisschen hier, vielleicht das Orange weiter Richtung Rot. Von der Sättigung können wir hier auch wieder ein bisschen gucken. Da würde ich es fast eher ein bisschen weiter sättigen noch. Ja, das sieht soweit schon ganz gut aus. Und dann können wir hier noch gucken von der Luminanz, ob wir sie noch ein bisschen abdunkeln wollen. Nicht zu viel, aber so ein bisschen. Ah, das ist fast schon ein bisschen viel. Gehen wir ein bisschen wieder zurück. So, gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. Wenn ich jetzt zumindest mal nur auf das Gesicht achte. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Ja, wir haben noch so eine kleine Perspektivkorrektur mit reingebracht. Aber im Endeffekt haben wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal bessere Hauttöne. So, jetzt müssen wir natürlich darauf achten. Wir haben jetzt hier natürlich auch so ein bisschen die Farbe übernommen hier in das Gebäude mit rein. Entweder sagen wir jetzt, okay, das passt mir eigentlich soweit. Oder aber, ich muss jetzt im Endeffekt übrigens nochmal sagen, sieht mir doch ein bisschen rötlich aus. Vielleicht nehmen wir hier die Tonung doch ein bisschen weiter wieder zurück Richtung Grün. Ja, das plus 4 gefällt mir eigentlich besser als das plus 9. So sieht's besser aus. Ja, das ist wie gesagt natürlich auch immer eine Sache, ist der Monitor kalibriert. Also das sind jetzt kleinste Nuancen hier. Und vielleicht sieht es auf dem Video auch ein bisschen anders aus, als es im Endeffekt jetzt hier auf dem Bildschirm bei mir auch aussieht. Aber grundsätzlich möchte ich euch ja auch nur das zeigen, wie ich vorgehe dabei, um gute Hauttöne in Lightroom hinzubekommen. Also im Endeffekt ist das jetzt hier für mich auch soweit in Ordnung. Hier mit der Brücke, das sieht eigentlich auch noch okay aus. Also das kann man eigentlich fast so lassen. So, jetzt gucken wir uns aber mal ein Extrembeispiel an. Jetzt sind wir hier, das habe ich, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren mal in einem Herbst aufgenommen. Und wir wollten einfach ein schönes Herbstshooting machen. Man sieht auch, ich bin jetzt nicht der Experte, was Porträtfotografie angeht. Ist auch 3 Jahre, wie gesagt, her. Aber das soll alles keine Entschuldigung sein, sondern es geht jetzt hier im Endeffekt ja auch nur darum, wie können wir jetzt hier gute Hauttöne hinbekommen, wenn wir ja auch ja den Hintergrund mit ähnlichen Farben wie die Hauttöne haben. Ja? Grundsätzlich erstmal, ich habe hier mit einem sehr krassen Weißabgleich fotografiert. Ja, also man sieht es hier schon. Ich hatte hier einen Weißabgleich von 5700. Wenn wir natürlich schon so eine Herbstfarbe hier drin haben, dann sieht das Ganze sehr, sehr gelblich aus. Und man sieht es jetzt hier auch an der Haut, dass die sehr, sehr gelblich orange geworden ist. Ja, also Donald Trump-Style wollen wir hier eigentlich nicht haben. Von daher schauen wir einfach mal wieder, was der Weißabgleich sagt, wenn wir hier auf automatisch gehen. Okay, das ist sehr, sehr krass. Also der Weißabgleich hier hat uns einfach mal um 1700 Kelvin nach unten gezogen. Jetzt sieht die Haut auf jeden Fall besser aus. Aber es sieht halt auch gar nicht mehr im Herbst aus, ne? Also, vielleicht würde ich insgesamt so ein kleines bisschen mehr ins Wärmere gehen hier mit der Haut. Also 4200, denke ich mal, sieht ganz gut aus. Die Tonung muss man mal gucken. Ja, das sieht schon sehr grünlich dann aus. Aber so plus 20, denke ich mal, kann man machen. Vielleicht die Temperatur noch ein kleines bisschen weiter nach oben. 4300. Und jetzt gefällt mir eigentlich der Hautton soweit schon mal ganz gut. Um den Hintergrund kümmern wir uns nicht. Das machen wir später. Mir geht es erstmal nur um den Hautton hier. So, jetzt kann ich wieder in meine HSL-Tabelle hier reingehen und mir wieder die Pipette hier nehmen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier was an dem Farbton noch ändern wollen. Ihr seht jetzt schon wieder, wenn ich das hier nach oben ziehe, dann wird die Person schön grünlich. Das wollen wir natürlich nicht. Und andersherum, wenn ich sie weiter nach unten ziehe, wird sie rötlich. Auch das wollen wir nicht. Also wir brauchen auch hier wieder eine gute Balance, die wir finden müssen, damit wir gute Hauttöne haben.
So, ich würde jetzt sagen, das Orange kann so ein kleines bisschen weiter Richtung Rot noch gezogen werden. Das gefällt mir soweit eigentlich schon ganz gut. Dann schauen wir mal, was die Sättigung sagt. Wenn wir die Sättigung hier nach oben ziehen, ja, das wird schon wieder zu viel. Andersherum, so wird es zu wenig. Aber ich glaube, so ein bisschen Sättigung können wir hier rausnehmen. In diesem Fall so ein kleines bisschen. Und dann schauen wir mal, was die Luminanz hier noch sagt. Also ein kleines bisschen können wir vielleicht die Hauttöne noch nach unten regeln. Aber nicht zu viel. Ich sag mal hier so minus 15 ungefähr. Jetzt klicke ich hier mal auf Fertig. Zoom mal aus dem Bild so ein bisschen raus. Hauttöne gefallen mir eigentlich soweit ganz gut. Wenn wir mal gucken, vorher, nachher, ja, sieht deutlich besser aus, nicht mehr ganz so orange. Da haben wir auf jeden Fall was gewonnen. Aber natürlich, wie gesagt, der Hintergrund, der sieht jetzt ein bisschen, ja, öder aus. Also nicht mehr ganz so herbstlich. So, jetzt schauen wir mal weiter. Wir gehen mal hier in die Grundeinstellung rein. Ich werde mal insgesamt, glaube ich, jetzt mal schauen, dass wir hier vielleicht die Lichter noch so ein kleines bisschen abdunkeln, damit wir die Stellen auf der Haut hier, diese Glanzstellen, nicht ganz so krass drin haben. Ja, so gefällt mir das deutlich besser. Und was wir jetzt machen können, um tatsächlich nur noch den Hintergrund zu bearbeiten und nicht mehr die Haut, wir nehmen jetzt hier mal einen Radialfilter. Und diesen Radialfilter, den ziehe ich jetzt hier einfach mal nur über das Gesicht. Und jetzt wird das Gesicht erstmal wieder gelb, weil wir jetzt hier schon eine Farbtemperatur von plus 40 drin zu stehen haben und auch eine Belichtung von plus 0,6. Die drehen wir jetzt hier einfach mal wieder zurück. Und der eigentliche Grund, warum das jetzt hier im Moment so der Fall ist, ist der kleine Haken hier unten. Der ist nämlich hier bei Umkehren gesetzt. Und wenn ich den jetzt mal wieder rausnehme, dann wird das Ganze überall angewendet, außerhalb dieses Radialfilters hier. Also alles außen herum, um das Gesicht herum, wird jetzt hier mit einer Farbtemperatur von plus 40 angewendet. Und innerhalb dieses Kreises, innerhalb dieses Radialfilters, da wird das Ganze entsprechend gut so rausgenommen. So, jetzt muss ich das Ganze hier mal ein bisschen größer machen, damit ich jetzt hier wirklich das Gesicht auch tatsächlich dann von diesem Effekt befreie. Ich denke mal auch, dass ich insgesamt nicht ganz so viel Temperatur mit reinnehmen muss. Ich denke mal, so plus 25 ist okay, vielleicht noch ein bisschen Tonung mit rein, hier so plus 10. So, und wenn wir jetzt hier mal gucken, ohne den Radialfilter, mit dem Radialfilter, dann haben wir hier schön den Hintergrund mit reingenommen, aber die Hauttöne, die wir davor bearbeitet haben, die bleiben davon unbeeinflusst. Und das ist genau das, was ich habe. So, jetzt kann man sich überlegen, ob man die Hände hier vielleicht noch aussparen möchte. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Hände ein bisschen, na, die sind mir ein bisschen zu ungesättigt, ein bisschen zu hell insgesamt, im Gegensatz zu dem Gesicht vor allem. Also wenn ich das jetzt hier mal so vergleiche, dann sind die Hände dagegen sehr hell. Deswegen überlege ich gerade, ob ich die wirklich aussparen möchte aus diesem Effekt jetzt hier. Weil normalerweise sagt man ja natürlich, wir müssen alle Hauttöne vor diesem Effekt schützen. Dann, wenn ich das machen möchte, klicke ich hier einmal auf Pinsel und klicke dabei die Options- oder Alt-Taste und dann nehme ich hier nämlich diesen Effekt an dieser Stelle hier raus. Aber du siehst schon, dass ich dann an dieser Stelle tatsächlich die Hauttöne ja ein bisschen zu sehr entsättige. Und da muss man sich dann überlegen, ob man das möchte. In dem Fall nehme ich das jetzt hier erstmal wieder zurück. Jetzt klicke ich hier mal auf Fertig und wir schauen einfach mal, was wir dabei rumbekommen haben. So sah das Bild vorher aus, so kam es out of camera. Ich finde, wie gesagt, die Haut sieht da sehr orange aus. So sieht sie jetzt aus. Man kann es vielleicht noch ein bisschen aufhellen, aber die Hauttöne an sich sehen doch jetzt wesentlich besser aus. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Wie gesagt, abonniere mich auch auf Instagram und schau auch mal auf meinem Online-Store vorbei. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn du mich da so ein bisschen unterstützt. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren, Bild bearbeiten. Probier auf jeden Fall das Thema von heute auch aus. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao und mach's gut.